Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Heute am 5. Juli 2022 und ich melde mich hier an der Stelle erstmal zurück. Ich war die letzten Tage ein bisschen heiser. Man hört es vielleicht immer noch ein bisschen, deswegen verzeiht es mir, wenn ich dann doch mal irgendwie mich im Ton vergreife. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten Artikel. Da berichtet Thailand-Tipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post: Der Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen ist keine Überraschung. Bangkok, die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 hat zugenommen und wird voraussichtlich in den nächsten 10 Wochen weiter steigen, insbesondere in Bangkok und anderen Provinzen, die mit einem Zustrom von Touristen rechnen, warnten die Gesundheitsbehörden am Montag, dem 4. Juli. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von derfalang.com. Sprunghafter Anstieg der Ankunftszahlen wurde bereits gestern am 4. Juli 2022 berichtet. Bangkok, nach Angaben der stellvertretenden Sprecherin Traisure, verzeichnete der internationale Flughafen Suvarnabhumi in den letzten 3 Tagen seit der Aufhebung der Thailand-Passpflicht am 1. Juli 2022 einen sprunghaften Anstieg der Ankünfte aus dem Ausland. Am Freitag stieg die Zahl der Flüge nach Suvarnabhumi auf 140 mit 27.642 Passagieren. Am Samstag gab es 134 Flüge mit 27.147 Passagieren an Bord. Und gestern, am 3. Juli, verzeichnete der Flughafen 150 ankommende Flüge mit 28.910 Passagieren. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von derfalang.com. Covid-Hotline 1330 bleibt in Betrieb. Gratisbehandlung weiterhin in registrierten Krankenhäusern möglich. Bangkok. Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, können nun kostenlose Behandlungen in registrierten Krankenhäusern auf der Grundlage ihrer medizinischen Leistungen und ihres Versicherungsschutzes erhalten, da Thailand den Weg in die Postpandemie-Phase ebnet. Auch der Artikel geht noch etwas weiter und dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht von Thailand-Tipp.info, auch mit Quellenangabe Bangkok Post. Juni-Inflation nahe 14-Jahres-Hoch, da eine Zinserhöhung droht. Bangkok, Thailands Schlagzeileninflation übertraf die Prognosen, im Juni ein fast 14-Jahres-Hoch zu erreichen, was die Erwartungen einer Zinserhöhung bereits im nächsten Monat verstärkt. Und mit der Warnung des Handelsministeriums wird sich der Preisdruck auch noch bis ins dritte Quartal 2022 fortsetzen. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.